Hallo liebe Clash Royale-Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Clash Royale. Heute will ich euch zeigen, wie ihr in einen Clan geht. Nämlich kriegen wir einfach mal so ein paar Clans am Anfang, die dir empfohlen werden. Ihr könnt auch mal eine weitere Suche, kannst die Clan-Religion wählen, die Mitglieder, die Clan-Punkte und ob die Clans zugänglich sind. Falls ihr einen Clan habt, in den ich unbedingt rein soll, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Doch jetzt will ich erstmal in meinen eigenen Clan gehen, denn ich habe auch noch einen Erst-Account, wo ich einen eigenen Clan habe und da auch Anführer bin. So, das ist nämlich hier der Redder-Clan. 18 von 50 Mitglieder, Leute. Nee, 7 von 50 Mitgliedern. Clan Truhe letztes Mal auf 4. Das bin ich mit meinem Erst-Account. Hier auch zwei Legendaries, die andere Legendary habe ich gerade nicht drin. Das ist nämlich noch die Prinzessin. Das ist der Tunnelgräber. So, und drücken wir hier einfach mal auf Beitreten. Und zack, sind wir wieder hier im Clan. Ja, cool. So, im Shop gibt es gerade nicht so viel. Aber im Shop gibt es den Mini-Packer. Den kaufen wir uns auch glatt. Und dann können wir den auf Level 2 bringen. Hier oben. So. Also das hier, das ist der Shop. Da kann man sich Karten kaufen. Hier kannst du dir Schatztruhen für Juwelen kaufen. Und hier kann man sich für echtes Geld Juwelen und Gold kaufen. Was ich nicht mache. So, dann haben wir hier nochmal das Kämpfen. Hier unten haben wir nochmal die Pfeile. Die können wir nochmal upgraden. Das machen wir auch glatt. Und dann graden wir hier nochmal die Kobolde ab. Und dann sollten wir auf Level 3 sein. Und zack, sind wir hier oben. Königslevel 3, Levelaufstieg. Königssturm bekommt 168 Leben dazu, macht 4 mehr Schaden. Prinzessinnen-Türme bekommen 112 Leben dazu und machen auch plus 4 mehr Schaden. Super, jetzt können wir, glaube ich, sogar hier um Karten bitten. Ja, jetzt. Guck mal, Leute, jetzt können wir hier schon um Karten bitten. Und ich würde mal sagen, wir bitten um den Riesen. Der ist im Moment ziemlich wichtig für uns. So, ich habe aus der Kronentruhe, ich habe gestern noch ein bisschen gespielt, da habe ich das Drachenbaby gezogen. Und dann habe ich morgens früh nochmal aus der Gratistruhe einfach nochmal das Drachenbaby gezogen. Das ist im Moment mein Deck, besteht aus einem Ritter auf Level 3, einem Mini-Packer auf 2, einem Bomber auf 3, einem Drachenbaby, was noch auf 1 ist, einem Feuerball auf 2, einem Riesen auf 2, einer Musketierin auf 2 und einem Prinz auf 1. So, und dann gehen wir auch gleich hier mal in einen Kampf. Wir suchen erstmal Gegner. So, wir kämpfen gegen Diego XZZ3 von The Dark Clan. Okay, es ist kein wirklich gutes Anfangsdeck. Aha. Von ihm kommt das. Da setzen wir noch glatt den Baby Dragon dagegen. Der sollte das auch eigentlich regeln. Okay, dann können wir auf der anderen Seite hier gleich mit dem Prinz und dem Bomber pushen. Ah, von ihm kommt das Ganze auch. Dann würde ich sagen, locken wir die einfach mal hier hin. Und da ist der Tower auch glatt schon down. Und dann kommt hier nochmal der Feuerball vom Gegner. Machen die Kobold-Tüte noch kaputt. Dagegen brauchen wir nicht zu setzen, denn die Speerkobolde machen echt wenig Damage. Leute, hier kommt der Ritter. Und dann kommt hier nochmal der Riese. Ich würde sagen, dahinter kommt der Baby Dragon. So, und dann sollte es auch eigentlich schon ein guter Push sein. Der Baby Dragon kämpft jetzt gegen den Baby Dragon. Und wir setzen den Prinzen hier mal auf den Königstower, Leute. So, das funktioniert eigentlich perfekt. Wenn er den Prinz jetzt nicht defendet. Doch, er defendet ihn mit ein paar Schwerkobolden, die machen aber auch nicht viel Schaden. Deswegen können wir die auch gleich durchkommen lassen. Wir sind sogar nur auf Level 2. Leute, wollen wir auf die 2 Kronen gehen oder auf die 3 Kronen? Ich würde mal sagen, auf die 3 Kronen. Aber hiergegen müssen wir etwas setzen. Gegen Ritter den Ritter.
Hier kommt der Riese hin. Da der Baby Dragon. Da wieder der Prinz. Er schießt mit allem, was er hat, auf meinen zweiten Tower. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlau. Denn die Feuerbälle nützen eigentlich nur was, wenn der Tower noch unter 100 Leben oder unter 200 Leben hat. So, da haben wir es gleich mal gewonnen. Kriegen plus 31 Kronen. Trophäen. TV Royal zeigt aufregende Kämpfe aus Arena 1 und so. Aha, hier kann man Kämpfe sehen, Leute, die anderen gespielt haben. Okay, interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Dann kämpfen wir doch gleich mal zum zweiten. Gegen Bordeaux Bireli 85 aus EUMCPITR. Kommt der Mini-Packer und die Musketierin. Dagegen setzen wir den Bomber. Ich finde, das haben wir gut aufgehalten. Gegen den Bomber kommt der Bomber. Die Musketierin kämpft gegen den Ritter. Okay, der Ritter sollte das eigentlich nicht überleben. Ja, überlebt er auch nicht. Die Bogenschützen hat er im Deck. Okay, dagegen können wir auf jeden Fall das Drachenbaby setzen. Das ist dagegen eigentlich ziemlich effektiv. Und dann können wir hier nochmal den Mini-Packer hinsetzen. Und dann können wir daraus direkt einen guten Push machen. Obwohl jetzt, weil der Mini-Packer kaputt ist, können wir daraus doch keinen mehr so guten Push machen. Müssen wir mal einen Bomber-Prinzen-Push machen. So, der Prinz sollte eigentlich den Tower kaputt machen. Macht er auch. Dann kommt hier nochmal die Musketierin hin. Und dann haben wir eigentlich schon ganz schön viel Damage. Ja, die Musketierin macht hier nochmal schön Damage. Der Tower hat nur noch 590 Leben. So, was setzen wir dagegen? Hier kommt einfach mal der Ritter hin, Leute. Kommt der Mini-Packer noch hin. Mini-Packer sollte den Prinzen kaputt machen. Macht er auch. Und dann setzen wir hier gleich direkt, wenn die da ist. Ja, die Musketierin ist da. Dann setzen wir direkt den Prinzen. Hinter dem Bomber. Und jetzt sollte der Prinz mit seinem... Ah, da kommt nochmal der Ritter vom Gegner. Das ist natürlich schlecht. Dann kommt hier von uns nochmal die Musketierin. Na, dann kommt von hier der Mini-Packer. Dann kommt von uns hier der Feuerball. Okay, der Feuerball war jetzt ganz gut gesetzt. Dann sollten wir vielleicht einfach mit dem Mini-Packer hier mal raufgehen. Den Bomber. Jetzt kommt der Prinz natürlich von ihm. Das ist natürlich schlecht. So, der Prinz sollte aber auch durch den Baby Dragon kaputt gehen. Tut er auch. Nochmal ein Baby Dragon. Und der Kampf endet auch schon gleich. Aber come on, Leute, wir schaffen noch die 3 Kronen. Ja, der Baby Dragon sollte den Tower kaputt machen. Ja, ist der Tower kaputt. Und oh, das waren mal 2 coole Matches mit euch, liebe Clash Royale Freunde. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.